Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute die erste Folge von meiner Weihnachtsserie. Und zwar ist das ein DIY-Adventskalender. Weil nächste Woche ist ja erst der erste Advent und es kommen ja 5 Videos zum Thema Weihnachten online. Und ja, am Ende des Videos gibt es natürlich eine Verlosung, weil wie abgemacht gibt es bei jedem Weihnachtsvideo dieses Jahr eine Verlosung. Und ja, ich plane übrigens schon meine Weihnachtsserie für nächstes Jahr. Ja, Leute. Denn ich möchte die viel, 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 viel krasser gestalten als dieses Jahr. Und da auch viel, viel eher anfangen. Deswegen, ja, sehr gespannt. Aber ich möchte nicht mehr länger quatschen. Schaut euch das Video an. Ich habe super coole Ideen und ja, wir sehen uns nach dem Video. Und nach dem Video kommt auch die Verlosung. Was ihr dazu braucht, ist einfach so Papiertüten. Ich habe die jetzt bei der Erbenkraft. Ich glaube, die kosten 2 Euro. Und dann noch so Wäscheklammern. Die haben 10 Euro bei Butlers gekostet. Und dann habe ich einfach noch so Schminke, Parfümproben, Schokolade, was zu essen, keine Ahnung, allem Möglichen. Und ihr könnt das wirklich mit allem Möglichen machen, was ihr wollt. Ihr könnt Gewürze reintun, ihr könnt Plätzchen reintun, Parfums, Schminke, Beautyprodukte, Gesichtsmasken, Süßigkeiten, selbstgemachte Pralinen, selbstgemachte Seifen, einfach alles, auf was ihr Bock habt. Einfach so 24 Kleinigkeiten, worüber sich jeder freuen würde und was auch jeder brauchen kann. Ich habe jetzt einfach mal so ein paar genommen. Ich habe einfach mal noch so Haargummis, dann Parfums, Make-up, Schokolade und ja, damit habe ich das alles so ein bisschen gefüllt und ja. Ich glaube, jeder freut sich darüber, wenn man einfach selber irgendwo hingeht oder selber was macht und daraus dann selber einen Adventskalender macht. Das ist, glaube ich, so für mich so, wo jeder sagt, okay, freut mich. Genau, also das kommt einfach vom Herzen. Man macht sich Gedanken über die Person, was kann ich gebrauchen. Und deswegen finde ich das echt eine super Idee und ich habe das auch echt vor für nächstes Jahr. Und ja, ihr seht, es geht total leicht, einfach nur diese Papiertüten einfach befüllen. Vielleicht noch Schminke und ein bisschen Schokolade rein und dann einfach zusammen und die Klammer drüber und das dann alles mit einer Schnur zusammenhängen, dann kann man das irgendwo aufhängen und fertig ist der Adventskalender quasi. Ja. Ich habe jetzt keinen direkt gebastelt, komplett, sondern nur so ein paar Tütchen, aber ich habe mir überlegt, nächstes Jahr ganz, ganz viele zu basteln. Beziehungsweise dieses Jahr, wir haben ja schon 2018. Ja. Aber bleibt auf jeden Fall dran, denn gleich gibt es die Verlosung. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Das ist die erste Verlosung von meiner Weihnachtsserie. Und ja, ich hoffe, dass ich alle diese Woche noch online kriege, alle Weihnachtsvideos. Und ja, ich hoffe, euch gefällt der Kalender und wir sehen uns dann gleich noch zu neuen Videos von mir. Denn das wird nicht das erste und das letzte sein, sondern heute kommen noch 3 andere online. Und ja. So, meine Lieben, das war der DIY Adventskalender. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ja, gebt die Video einen Daumen hoch. Und wie gesagt, ihr könnt alles in die Adventskalender reinmachen. Ihr könnt so einen Beauty-Adventskalender für eure beste Freundin machen oder für eure Mama. Könnt aber auch so einen Schoko-Adventskalender irgendwie für die Geschwister machen oder für euren Dad oder eure Mama oder so, wenn die total Schokolade lieben. Oder so einen Gummibärchen-Adventskalender, wäre auch cool. Oder auch einfach so einen Überraschungs-Adventskalender, wo man so ein bisschen so Beauty, bisschen Kochen, bisschen Lifestyle, bisschen Klamotten. Kann man auch machen. So Säckchen, so Weihnachtssäckchen oder so. Einfach so rein und so vielleicht so ein Weihnachtsgewürz, ein Weihnachtstee. Kann man super, super, super gestalten. Es waren jetzt bei mir nur so ein paar Ideen. Ich hoffe, ihr nehmt mir nicht übel. Ich habe mir vorgenommen, nächstes Jahr ebenfalls Adventskalender zu basteln. Und zwar einmal für meinen Freund, für meinen Mom, für meinen Dad und für meine Schwiegermama. Ich hoffe, ich schaffe das im November. Aber das habe ich mir vorgenommen. Und dafür werde ich jetzt auch schon fleißig planen. Und die dann alle kaufen und denen allen geben. Also, ja. Mal gucken, ob ich für meinen Freund, seinen Bruder auch einmal
Muss ich mal gucken, ob ich das dann auch hinkriege. Nicht, dass er dann eifersüchtig ist. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir kommen jetzt zu dem Teil, ich glaube, wo ihr alle drauf wartet, und zwar die erste Verlosung. Und zwar könnt ihr in den ersten 4 Videos, also quasi 1. Advent, 2. Advent, 3. Advent, 4. Advent, wir ziehen das jetzt vor, weil am 4. Advent ist ja Weihnachten und da gibt es eine riesen Weihnachtsverlosung. Da gibt es mehrere Gewinner dann. Sonst gibt es nur im Adventsteil einen Gewinner. Und ja, ich habe für euch diese Glossybox-Kartons gepackt mit Beauty-Produkten. Ja, Beauty-Produkte. Und was ganz cool ist. Und ja, wenn ihr diese Box gewinnen wollt, da sind 5 Produkte, glaube ich, insgesamt drin. Ich muss gerade kurz nachzählen. Ja, 5 Beauty-Produkte oder auch andere Sachen sind da drin und ihr könnt so einen Karton gewinnen. Ganz einfach, ihr müsst Abonnent diesen Kanal sein, ihr müsst dem Video einen Daumen hoch geben und einen Kommentar unten lassen. Und zwar, was wünscht ihr euch zu Weihnachten und was macht euch am meisten, was bringt euch, oder sagen wir es mal so, was bringt euch am meisten in Weihnachtsstimmung? Das ist die wichtigste Frage. Also, was bringt euch dazu? Also, ich bin so der Typ, der so Weihnachtsfilme guckt, Tee trinkt und so auch die Adventskalender. So bringt es so richtig in Weihnachtsstimmung, weil ich mir dann denke, okay, jetzt nicht mehr lange. Und dann fange ich auch schon wirklich eigentlich mal so am ersten Advent an, so ein bisschen die Geschenke zu planen. Heißt, ich schreibe mir alles auf, was schenke ich wem, wie viel Wert soll das haben. Und ja, das mache ich dann schon. Und das bringt mir dann so richtig in Weihnachtsstimmung, wenn ich dann die ganzen Weihnachtsfilme gucke. Und wenn wir Glück haben, schneit es ja auch noch. Ich weiß nicht. Vielleicht haben wir ja Schnee an Weihnachten. Das wäre jetzt so cool. Ich liebe nämlich Schnee an Weihnachten. Das bringt mich so komplett in die Weihnachtsstimmung an Heiligabend. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt ihm einen Daumen hoch. Und die Verlosung geht genau eine Woche lang. Also zum ersten Advent habe ich den Gewinner schon. Und der steht dann quasi in den Kommentaren und wird auch benachrichtigt. Und ja. Also ich werde unter dem Kommentar kommentieren, dass er gewonnen hat, und in meinem nächsten Video wird es auch mal stehen, wer gewonnen hat, und dann sich einfach bei mir melden, Adresse geben, und dann wird es auch sofort losgeschickt. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen restlichen Tag und eine schöne restliche Woche, und wir sehen uns dann morgen um 14 Uhr zu einem neuen Video. Tschüss!